ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Donnerstagsausgabe der Most Actives. Auch heute weiß der DAX nicht so richtig, wohin mit sich. Wir waren schwach gestartet, dann hatten wir uns so auf ein Niveau vom Vortag gearbeitet, also waren fast unverändert. Jetzt gerade sind wir wieder leicht im Minus unterwegs. Wir haben die altbekannten Probleme, also die Inflationsängste, die steigenden Energiepreise. Wir haben uns nicht an die Rallye der Wall Street angeschlossen. Da hat der Dow gestern ein neues Rekordhoch markiert. Der DAX lässt sich davon nicht so wirklich inspirieren. Dann kam noch dazu schwache asiatische Börsen heute Morgen, nachdem es Neues gab vom Thema Evergrande. Das war ja auch so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Jetzt befürchtet man eben wieder, dass es vielleicht doch zum Zahlungsausfall kommen könnte. Was heißt das für die Branche? Wie geht es der Immobilienbranche in China überhaupt? Und was könnte das für die gesamte chinesische Wirtschaft bedeuten? Sehr viele Fragen und der Markt weiß eben nicht, ob er diese Sorgen höher gewichten soll. Das Thema hatten wir gestern schon. Oder eben die Berichtssaison. Da gab es schon einiges an Positivem. Insofern ist das Bild wirklich ähnlich wie gestern. Wir bewegen uns nur wenig vom Fleck und schauen dann mal, ob die Wall Street uns heute vielleicht mehr inspirieren kann. Wobei, was soll der Dow noch mehr machen als ein Rekordhoch? Aber wir warten natürlich gespannt. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die meistgehandelten Aktien beim Online-Broker Flatex heute. Wieder mal der Blick zuerst auf die Kaufseite. Nel haben wir da, TUI, Valneva, Lufthansa und TeamViewer. Ja, bei Nel, da hatten wir in dieser Woche ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, wie es generell für die Aktie aussieht aus charttechnischer Sicht, aber auch, dass es die Zahlen gibt in dieser Woche. Und jetzt haben wir die Zahlen gesehen und sie sind über den Erwartungen ausgefallen. Genauer gesagt hat der Wasserstoffspezialist die Erlöse von 148 auf 229 Millionen Kronen gesteigert. Das war deutlich mehr, als eben die Analysten gedacht hatten. Sie hatten so mit 172 Millionen Kronen gerechnet. Der Auftragsbestand, der ist gewachsen um 8%. Allein der Betriebsverlust, der ist von 42 auf 113 Millionen Kronen ausgeweitet worden. Hauptgründe waren die hohen Kosten für ein neues Werk. Also, jetzt liegen die Zahlen vor. Und man will seine Marktführerschaft im Bereich der Elektrolyseure weiter ausbauen. Und die Kollegen vom Aktionär, in dem Fall Thorsten Küfner, der sagt, der Aktionär bleibt für die Aktie des Wasserstoffspezialisten nach wie vor positiv gestimmt. Wir schauen weiter auf TUI. Da hatten wir auch schon die Woche drüber gesprochen. Da gab es ja ein Moody's-Rating und jetzt gibt es schon wieder ein Rating, in dem Fall von S&P Global Ratings. Weil, wir erinnern uns, TUI hatte eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Das kam jetzt am Markt nicht so unbedingt gut an, aber bei den Ratingagenturen hat diese Kapitalmaßnahme Anklang gefunden. Über Moody's hatten wir jetzt schon gesprochen. Jetzt hat S&P Global Ratings das Ganze für eine Neubeurteilung als Anlass genommen und sagt jetzt, man hat die Kreditwürdigkeit von TUI um eine Stufe auf B- angehoben. Damit gelten die Schulden zwar weiter als hochspekulativ, sind allerdings nicht mehr substanziellen Risiken ausgesetzt. Allerdings, jetzt kommt es allerdings, die Aktie konnte von diesen netteren Ratings der letzten Zeit nicht so richtig profitieren. Auch am Donnerstag nicht. Im frühen Handel hatte sie sogar unter der charttechnisch wichtigen September-Tiefmarke von 2,62 Euro notiert. So, wir schauen jetzt weiter auf die Verkaufsseite. Wer tummelt sich da am heutigen Donnerstag bei den meistgehandelten Aktien des Online-Broker Flatex? Heute Nel, Valneva, TeamViewer, Lufthansa und BioNTech. Ja, bei der Lufthansa, da haben die Kollegen vom Aktionär mal wieder auf die Charttechnik geguckt. Denn der Chart hat zuletzt jetzt nicht so gut ausgesehen. Genauer gesagt ging es in dieser Woche ausschließlich bergab, seit Montag knapp 10% an Wert runter. Und am Mittwoch ist eine wichtige Unterstützung unterschritten worden. Da schreiben die Kollegen jetzt, die Hoffnung auf einen baldigen Rebound ist dadurch dahin. Timo Nützel schreibt dazu, also aus der Redaktion vom Aktionär, der schreibt dazu, seit über sieben Monaten rauscht die Lufthansa-Aktie immer weiter ab. Ausgehend vom Erholungshoch bei 9,25 bildet sie dabei eine abfallende Keilformation. So, ich werde jetzt nicht die gesamte Chartanalyse zum Besten geben, aber wenn Sie das genau wissen möchten, dann können Sie das natürlich gerne online schauen beim Aktionär, was der Kollege Timo Nützel, der heute zur Lufthansa geschrieben hat. Sein Fazit ist, das kurzfristige Chartbild hat sich bei der Lufthansa-Aktie noch stärker eingetrübt. Der aktuelle Newsflow belastet im Moment. Der Titel ist weiterhin ausschließlich, schreibt er, für mutige Anleger geeignet. Der Stop sollte dabei bei 4,90 Euro belassen werden. Ja, und wir belassen es jetzt erstmal dabei für die heutige Ausgabe der Most Actives. Wenn Sie wollen, dann seien Sie dabei zur Freitagsausgabe morgen zur gleichen Zeit wieder hier. Bis dahin, ich freue mich auf Sie. Tschüss.